A wie Auswandererhaus. Im Deutschen Auswandererhaus Bremerhaven könnt ihr die Geschichte von über 7 Millionen Auswanderern, die über Bremerhaven in eine neue Welt aufgebrochen sind, nachvollziehen. B wie Bürgerpark. Im Sommer Tretboot fahren oder auch einfach nur auf einer der Wiesen entspannen. Herrlich. C wie Columbus Cruise Center. Das CCCB gehört weltweit zu den modernsten Kreuzfahrtterminals. Pöttekiken in der Besuchergalerie ist wieder angesagt, wenn die Kreuzfahrtschiffe in See stechen. D wie Deutsches Schifffahrtsmuseum. Es überzeugt nicht nur mit wechselnden Sonderausstellungen, sondern auch mit einer Originalkogge aus dem Mittelalter. E wie E-Bike. Diese Räder stehen bei uns in der Radstation für Sie zur Verfügung, um unsere Radwege zu erkunden. F wie Fischereihafen. Das Schaufenster Fischereihafen ist die maritime Erlebniswelt rund um den Fisch und das Meer. G wie Glasbrücke. Die Fußgängerbrücke verbindet das Columbus Shopping Center mit den Hafenwelten. Wusstet ihr, dass sich die Brücke drehen kann? H wie Hafenwelten. Vor über 10 Jahren entstand hier das touristische Zentrum mit dem Auswandererhaus und mit dem Klimahaus. I wie internationale Kunst. Im Kunstmuseum haben schon viele nationale und internationale Künstler ausstellen dürfen. Ein Besuch lohnt sich. J wie Junges Theater Bremerhaven. Das theaterpädagogische Pilotprojekt begeistert Kinder und Jugendliche. K wie Klimahaus. Reisen entlang des 8. Längengrades durch die vielen verschiedenen Klimazonen. Das ist im Klimahaus 8 Grad Ost möglich. L wie Lehe. Hier im Szeneviertel befindet sich unter anderem das Geburtshaus von Lala Andersen. Und es gibt immer wieder Spannendes zu entdecken. M wie Museum. Direkt an der Geste könnt ihr in dem prämierten Museumsbau des Historischen Museums Bremerhaven auf eine spannende Zeitreise gehen. N wie Neuer Hafen. Er liegt zwischen Innenstadt und Weserdeich. Hier, genau hier, starten die Hafenrundfahrten vorbei an historischen Seglern in die Überseehäfen. O wie Outlet. Ein Shoppingcenter mit italienischem Flair und über 50 Marken. Ein echtes Einkaufsparadies. P wie Promobus. Mit unserem Promobus werben wir deutschlandweit für unsere schöne maritime Stadt Bremerhaven. Q wie Quartier 159. Nur eine von unseren vielen tollen Bars hier in der Alten Bürger, unserem Kneipen-, Szene- und Kulturviertel. R wie Reisemobilstellplatz. Wusstet ihr eigentlich, dass wir 2 davon haben? Also besucht uns. S wie Stadttheater Bremerhaven. Gegründet wurde es 1867 und befindet sich im Zentrum der Seestadt. Tanztheater, Opern und vieles mehr kann man hier sehen und hören. T wie Touristinfo. In unseren beiden Touristinfos, hier in den Hafenwelten oder auch im Schaufenster Fischereihafen, könnt ihr euch beraten lassen und zur Orientierung auch gern einen Stadtplan mitnehmen. U für Uvena von Bremen. Die Uvena von Bremen ist eine nachgebildete Hansekogge, die 1962 aus dem Schlamm der Weser gezogen wurde. Heute ist sie bei uns im Hafen zu Hause. V wie Van Ronselen. Jacobus war ein holländischer Wasserbauingenieur, der Bremerhaven bei seiner Gründung maßgeblich geprägt hat. W wie Weser. Wusstet ihr, dass genau hier die Weser in die Nordsee mündet und sich das Salzwasser mit dem Süßwasser mischt? X wie Packhalle X oder römisch 10. 1928 gebaut war dieses riesige Gebäude eine Auktions- und Packhalle. Zwar ganz selten, aber noch heute finden Fischauktionen hier statt. Y wie Yachthafen. Mitten in den Hafenwelten liegt die Lloyd-Marina. Ich finde, die Yachten ergänzen das Bild ganz prima, oder? Z wie Zoo am Meer. Ich freue mich immer wieder, die 2019 geborenen Eisbärenzwillinge Elsa und Anna aufwachsen zu sehen. J wie Junges Theater Bremerhaven. Das C wie Columbus Cruise Center. Das CCCB gehört weltweit zu den größten, nein, zu den modernsten. W wie Weser. Wusstet ihr, dass ich genau hier die, ja,